Yo, Leute! Oder hey, was geht ab? Ja, wir spielen hier die zweite Folge mit dem SV Arminia Hannover. Jetzt gehen wir kurz in die Taktik. Und bringen Tom Kluge rein. Ivo geht auf die 6. Emir wird getauscht durch Nikita Renz. Aber dann tauschen wir die nochmal, dann ist besser. Wer diesmal nicht mitkommt, ist Robin Thomas. Dafür kommt Kirill mit. Und dann lassen wir mal heute unseren anderen Torwart spielen. Und dann werden wir mal sehen, was gegen den TSG 1899 Hoffenheim so geht, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt im Stadion. Das Stadion ist mal wieder nicht ausverkauft. Wir spielen in der Allianz Arena. Wir spielen heim. Und da kommen sie schon reingelaufen, die Jungs vom SV Arminia Hannover. Sie sind heiß auf das Game. Und mal gucken, was so geht jetzt. Frank Onyec zu Henok. Schön in die Mitte. Schlecht von Bruno. Foulspiel. Angreifen und der lange Ball kommt nicht an. Philipp darf das erstmal abstoßen. Auf Luis, der Ball kommt nicht an. Schön erobert von Frank Onyec. Aber dann doch wieder verloren. Hoffenheim spielt gut mit dem langen Ball jetzt. Schön rausgeköpft. Jetzt Bruno Wassmann. Aber Tom Kluge geht, sieht die Lücke. Oh, der Torwart von Hoffenheim kommt schnell genug raus. Jetzt müssen wir den Ball über die Außen erobern. Schöne Grätsche. Schön von Ivo Masula abgewehrt. Nochmal in die Mitte. Und jetzt mal muss mal eine Lücke entstehen. Der Ball sollte nach außen, nicht in die Mitte. Zu Ivo. Schöne Grätsche. Der Ball zu Ivo Masula. Ball auf Luis kommt leider nicht an. Schön von Nikita. Hoffenheim versucht es immer wieder über die langen Bälle. Aber Philipp ist da. Lukas Baumeister. Schöner Ball. Jetzt vielleicht mal auf Benny. Der kann ab. Sie zieht ab. Und ganz knappe Angelegenheit. Bisher sind es 40 Minuten gespielt. Wir sind noch nicht so richtig im Spiel. Schön. Das ist Benjamin Tim Schacher mit dem Ball auf Tom. Der kommt nicht an, aber er bekommt ihn doch noch und verliert ihn dann wieder. Und ja, gleich ist Halbzeit. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. In der zweiten Halbzeit muss es sich verbessern. Nikita erobert da schön den Ball. Jetzt Tom Kluge. Kann mal gehen. Jetzt Bruno Wassmann. Bruno Wassmann. Bruno Wassmann mit der Schussfinte. Zieht dann ab und Torwart fälscht ab.
ist Lukas Baumeister. Die Mütze zu Bruno, dann noch ein weiter zu Tom. Und da geht Benny. Schöner Koffer. Jetzt vielleicht mal über die andere Seite. Über Henok Negassi. Der Ball auf Benny kommt nicht an. Jetzt vielleicht mal Henok. Schön erobert von Benny. Mit dem Ball in die Mitte und der schickt Luis und der zieht ab. Und da ist es das 1:0 für den SV Arminia Hannover. Schön herausgespielt. Und Luis Liebert kommt zum Abschluss und macht das Ding rein. 1:0. Hoffenheim liegt jetzt hier auswärts hinten. Das ist für uns sehr gut. Weil wir dann weiter an der Spitze bleiben. Schöner Ball auf Benny. Der Ball auf Bruno kommt nicht an. Schöne Grätsche von Henok. Das ist Ivo. Schickt einen direkten Ball auf Tom, der kommt auch an. Und Tom möchte am Torwart vorbeigehen, aber der Torwart kommt noch irgendwie ran. Bruno mit dem Ball auf Ivo. Der steht nicht im Abseits. Und nochmal Tom. Wir können einfach nicht treffen. Abstoß für Arminia. Der sollte eigentlich nach außen, aber schön 1 gegen 1, Lukas Baumeister. Schlecht von Luis gemacht. Jetzt vielleicht die Konterchance für Hoffenheim. Henok klärt in die Mitte, aber der Ball ist immer noch heiß. Abschluss für Hannover. Schlechte Aktion. 89. Minute. Schöner Ball auf Tom, der überläuft den Torhüter und macht das Ding. 2:0 für den SV Hannover, für die 15-Jährigen. Schöner Ball von Ivo Masula. Hat den Ball erst verloren, setzt dann trotzdem nochmal nach. Und schickt ihn ganz durch an Tom. Und der lässt den Torhüter aussteigen. Und 2:0. Schön erobert von Bruno. Der Ball kommt nochmal auf Tom. Aber er macht ihn nicht rein. Und wir gewinnen 2:0 zu Hause. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Wir sind weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz. Unsere Tordifferenz liegt bei +4 Toren. Und ja. Eintrittskartenverkäufe 250.000. Sehr viel, dafür, dass nur so wenige da waren. Verhandlungstag. Der Scout-Bericht sollte man sich ansehen. Braucht man nicht so. UEFAs bester Spieler in Europa Vergabe. Mal gucken, wer es wird. Wahrscheinlich Messi oder so. Und es wird Lionel Messi. Gewinnt UEFAs bester Spieler in Europa. Wer hätte es gedacht? Das nächste Spiel ist gegen den FC Bayern München. Frank Onyedje ist auf 65 gestiegen.
Gegen Bayern wird schon eine harte Partie. Jetzt machen wir erstmal die Aufstellung für nächste Partie. Lukas Oleg kommt wieder rein. Nikita geht raus, dafür kommt Nidaito auf die 6. Bruno kommt für. Für wen kommt er? Für Emiltan. Ja, und dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.